Servus Burschen, wir sind wieder back. Heute geht's weiter bei Projekt Blueprint und zwar ist das schon eine reine Vorbereitungsfolge aufs Moped-Beschleunigungsrennen in Grainbach. Ihr seht hinter mir schon das Moped stehen. Wir fahren heute zum Zeich Maxi Factory, der hat einen Prüfstand und gemeinsam mit seiner Hilfe werden wir das Projekt Blueprint noch anstimmen. Und ja, die letzte Folge war ja das Homo E-Umbau und zu einer Testfahrt sind wir dann nicht mehr wirklich gekommen. Und deshalb, bevor ich das Moped jetzt einlade, in den Bus, wie ich das noch gar durchführen, die Testfahrt, dass wir noch ein paar Messwerte haben, was sich verändert. Wir werden nämlich heute beim Zeich Maxi Factory ein paar Sachen machen. Wir werden die originale Zündung mit der HPI bzw. Selectra-Zündung vergleichen. Und für das brauchen wir noch nicht nur einen Messwert mit PS, sondern auch noch einen Messwert von 0 auf 100. Und ja, deshalb würde ich sagen, wir starten, ich mache gleich mal die Testfahrt, dann wird das ganze Gefährt verladen und dann geht's weiter beim Zeich Maxi Factory. Jawohl, let's go! Wir sind da. Wir sind ein paar Steiner, aber die werden uns das heute. Das Messergebnis schon nicht beeinträchtigen. Wir werden es heute von der Kamera wieder übernehmen, den Messwert. Deshalb gibt es noch einen Testversuch. Wir haben keinen Stress, wir müssen zum Zeich. Also, let's go. Auf die Plätze. Fertig. Okay Burschen, wie ihr gesehen habt, das war die Testfahrt. Ich würde sagen, wir laden uns ein, machen uns auf den Weg. Dax Factory holen wir einer an, let's go! Pass auf! Wir sind angekommen beim Zeug Maxi Factory. Moped steht schon am Rückstand. Manuel tut schon alles vorbereiten, gell? Jetzt haben wir gesagt, machen wir mal eine Eingangsmessung, glaube ich, gell? Ja. Dass wir mal sehen, was so das Moped jetzt hergibt. Und dann haben wir einige Sachen vor. Ich zeige dir leider mal deinen coolen Prüfstand, was da ist. Wie lange hast du denn schon? Seit Frühjahr 2001. Ich war seit anderthalb Jahren sowas. Okay. Das ist richtig geil, hä? Und da ist Software und alles dazu eigentlich, gell? Genau, ja. Was ist das höchstgemessene Maxi da jetzt bis jetzt gewesen auf dem Prüfstand? 19,5. 19,5? Ja. Wahnsinn, hä? Ja. Was war das für ein Zylinder? Italkit. Italkit. Das geht auch.
Was sagst du dem Setup? Was sind eure Schätzungen eigentlich? Wie viel Leistung? Was kommt man aus gegen die RS? Das ist eigentlich spannend, weil ich habe schon getestet mit dem 15er Bimvergaser und der RS ist gar nicht so ein Straßensetup halt. Ja. Und das war eigentlich so für Straßensetup das stärkste, mit dem besten Bandler. Okay. Das hat gehabt, was hast du gesagt, 6,3 oder so, 6,3 PS glaube ich gehabt. Ja. Am Rad. Und ich vermute jetzt mit dem 21er Vergaser. Vom OE-Auspuff haben wir auch drauf. Ja, vom OE. Ich schätze jetzt einmal, ich kann es echt schwer sagen, aber ich glaube so 10 PS. Glaubst du wirklich? Okay? Das war das super. 10, glaube ich schon. Ja. Vermute jetzt einmal. Ja. Ich kann es echt schwer einschätzen. Die Sicherheit soll mal alles reingehauen. Selektra-Zündung. Magneter. Da werden die Daten genauer eintragen, also noch, was die Eingangsmessung war, oder? Ja, das sind über die Daten von dem Moped-Auspuff und Zylinder und bla bla. Okay. Die schon wissen wir ja nicht. Ja. Dann werden wir messen und dann schauen wir mal, was drin Messungen, Manuel, was sagst du? 5,6. Okay. Warm halt jetzt, gell? Ja. 5,6. Nicht schlecht. Haben wir schon mal zumindest das, was ich beim Herfahren spekuliert habe, haben wir zumindest schon mal. Okay. Ja. Also was schätzt plus wie viel kommt man eventuell? Sagst du auf 10? Ist immer schwer zum Sagen, aber ich glaube, Zähne sind vielleicht möglich. Aber es ist immer schwer zu sagen. Es kann schon oft sein, dass die Eingangsmessung das Beste ist. Passiert auch. Ja. Aber man wird sehen. Ja. Im Wald geht es aber auch um die Kurven, sagst du immer, gell? Was man für schöne Kurven zusammenbringt. Ja, wie lange halt die Leistung anliegt, genau. Ja. Was ist die Kurven jetzt? Was sagst du? Ist die, da schaut es komisch aus, einmal zwischendurch, gell? Oder ist das? Ja, ist ja gar nicht nichts drin. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das ist gleich so viel jetzt gewesen. Ja, die war viel zu mager. Okay. Geil. Man hat ja auch gleich gehört, dass jetzt die Kupplung viel höher dran, dass du jetzt was dazugefunden hast. Siehst du es? Ah ja, enorm. Hm? Und das Huckerl ist wegen der Kupplung. Ja. Das hat man jetzt eh gehört. Beim Einkuppeln, gell, oder? Ja, das ist da nicht. Man hört sich, wenn es einkuppelt, fällt so ein bisschen ja zusammen. Was eigentlich komisch ist, bei der 70. Achso, was im normalen Korb. Ich glaube, das ist jetzt mal heiß, richtig heiß. Also das ist das Endergebnis, kann man so sagen. Okay, also 9,2 haben wir jetzt einmal. Genau. Das akzeptieren wir einmal so, sagst du? Ja. Und dann widmen wir sich der Zündung, oder? Genau.
Genau. Jawohl. Ich will jetzt mal umbauen, dass die Buschel rauskommt. Okay, also ist Zündung eigentlich aufgebaut jetzt? Das Elektra. Und jetzt wird nochmal gemessen, oder? Genau. Von was gehst du aus? Halber Bass, mehr vielleicht? Ja, ich breite halber jetzt mal. Bei der Einstellung weiß ich jetzt nicht, bei der Zündungseinstellung, glaube ich, okay. Wenn es fertig ist, glaube ich, halber Bass wird es schon mehr sein. Ja. Aber sparen wir ausbringen, du sagst. Jetzt haben wir es noch einmal verändert. Auf wie viel ist das jetzt verdammt? Die Edge geben wir auf 1,2 mm zu 0,8. Auf 1 ist es besser geworden. Und jetzt gehe ich auf 1,2. Schauen wir nochmal. Ja. Ob es noch weiter steigt oder nicht. Und dann sehen wir, ob es was bringt oder mit, ob wir oben wieder Druck dran müssen. Ja. Keine Hexerei. Wechselst und passiert das. So wie ich es gehört habe, war es auf einmal aus. Ja. Und wir haben schon Folgendes gefunden. Ich zeige euch einmal, dass mein Brand da, oder? Der Manuel hat es eh sofort gesagt, wie er es gesehen hat. Da hat er das eine Plattel hat er anscheinend schon mal gefressen. Und du hast das sofort gesagt, gell? Nicht mit dem Plattel fahren, was da original. Ja, das ist eigentlich, haben das schon viele gesagt, dass die Metallplatteln brechen. Ja. Mir selbst ist es auch noch nicht gebrochen, aber ich habe jetzt schon immer vorsorglich auf Carbon umgebaut. Weil wenn die Carbon reißen, das frisst halt der Motor und die Carbon reißen nicht so leicht. Ja. Aber die Metallen, die reißen und ist auch jetzt da passiert gerade. Okay. Ja. Und du meinst eventuell, dass wir Glück gehabt haben? Vielleicht, ja. Schauen wir mal, da ist cool, ist aber nichts. Ja. Aber schauen wir mal, was sich das verkehrt hat jetzt, das Metallplattel. Vielleicht liegt es eh im guten Homo-Ed drin. Oder es liegt schon da hinten im Dings drin. Nein, es geht so nicht aus. Also vorerst einmal Glück gehabt. Da sieht man mal nichts, oder? Da oben hat es einmal gefressen, siehst du es ein bisschen. Da dann ganz leicht halt. Also das ist einmal da durchgezogen, aber müssen wir mal schauen, was drin liegt. Halt. Vielleicht ist wirklich im Auspuff drin. Schau, Alter. Nix. Man soll mit Metallplatteln fahren, da wird auch nichts hin, schau. Nein, ein bisschen hat er gefressen. Da. Ja. Aber jetzt müssen wir das Platteln mal suchen. Im oh, Fall. Ich hab schon. Hast du das? Schau, ich meine, oder? Das ist ach ja, scheiße. Alter, das ist ja geil, ha? Also, wenn ihr eine harte Kompression habt, dann erkennt ihr, dass man Metallplatten liegt, das was in der Kurve beim drin. Fuck. Aber ich hoffe, dass gar nichts ist, gell? Weil das schaut aus, als hätte sie. Ist der Meisen? Das nehmen wir wieder, oder? Das nehmen wir noch. Das haben wir gerade wie geschmissen. Hört schon wieder, oder? Da gelaufen. Geil. Und da macht der Manuel jetzt gerade eine Abpausung aufs Carbon. Und dann werden die Platten aus Carbon. Eine da, oder? Jo. Wie schaut's aus, Alex? Gut.
Dann schon fertig. Fertig, dann können wir. Klot für Babybobo. Kennst du das noch vom Rennen auf der Range 2016? Ja, stimmt, da bin ich geübt, gell? Gut, Mann. Ja. Im Brand? Da, schnelle Ladlösung, genau hier schon darfst du nicht. Schneller ausschauen tut's aber. Ja, passt schon. Ja, passt. Und dann sind wir ready. War vor einer ganz ja, fest, oder? Kalt war halt 10 ist. Aber kalt zählt nicht natürlich, dass es kalt ist. Ja. Aber früher haben wir auch kalt keine 10 gehabt und warm so 9,5 und haben wir viel besser unten rum überhaupt nicht gesessen. Ja, die blaue ist jetzt die Neiche, oder? Genau, du hast jetzt Peakleistung eigentlich nur 0,3 mehr als die rote zum Beispiel. Ja. Aber schau mal an, wie rund die Kurven jetzt geht, gell? Ja. Und das nächste ist halt schwer, wenn du jetzt 0,3 mehr hast, bringt es eigentlich gar nichts. Deswegen ja. Ist nicht nur die Höchstleistung auszugeben. Und schon her, da habe ich nur 1,5 PS mehr, 1 PS mehr, 1,5 PS fast mehr, gell? Ja. Und das macht halt viel mehr aus als jetzt da, 1,5 PS mehr. Okay, ist stark. Vielleicht, gell? Ist schon fein. 1,5. Und jetzt schauen wir noch, jetzt haben wir so gescheit abgestimmt mit der Zündung und mit der Vergasverdüsung, die das auch noch kurz probieren, ob es halt passt. Und ja, jetzt ist halt die Membran in Ordnung, jetzt kann man auch gescheit abstimmen. Jetzt wird dann auch geschaut, wie viel Quetsch kannten. Das ist ja ziemlich groß. Ich will nur wissen, ob du 0,2 hast oder ob du 2 hast, 2 mm hast. Das ist sowas geht. Ja, 1,6, passt eh. Okay. Halt, passt eh, ich will jetzt nur das grob sagen, ich muss ausnitten um 100% 6 sagen. Ja. Aber 1,6 ist, glaube ich, offensichtlich, das passt schon. 1,6, dankst du für dich damals? Dass es sowas gibt, dass ein Kolben kippt. Aha. Dass es sowas gibt, dass ein Blau frisst. Ja, und überleg, das bist du alles. Ich glaub, jetzt geht er schneller deswegen, glaube ich. Ja. Ich glaube, den muss der einen blauen Federn, dass er. Jetzt hat er die Dame jetzt nochmal Dösen umgetauscht. 96 haben wir drin gehabt, oder? Wie war das? 94 haben wir eine da. Okay. Die letzte Messung war jetzt mit 9,7, genau. Ja. Schauen wir mal, was jetzt rausspringt. Ja. Genau. Wie viel kann es auch Düsen ausmachen? Ja, halt. Ich meine so die letzten Sprünge, ja. Ja. In dem Fall halt so 10 PS kann das schon 0,2 mehr halt. Okay. Und wenn es nochmal weiter geht, bringt es halt nochmal 0,2. Ja. Und dann halt. Also du sagst, die Zähne sind noch möglich. Ja, ist noch möglich. So, ja. kann nur sein, dass das schon Maximum war. Ja. Wir werden sehen. Es ist eigentlich noch überall besser geworden, gell? Ja. Also es ist definitiv noch zu fett gewesen. Jetzt gehen wir nochmal magerer. Okay. Und dann schauen wir weiter. Da haben wir noch die Kurven jetzt übereinander gelegt, Eingangsmessung gegen die letzte Messung. Genau, da rot ist ja die Eingangsmessung gewesen. Mhm. Natürlich die
dass du halt da überall dazu kommen hast. Du hast ja gesehen, 2 PS eigentlich fast. Ja. Eigentlich da 1,5 bis 2 PS über das ganze Bundle eigentlich da. Und ein bisschen ein besseres Übertreffverhalten hast du halt gehabt. Ja. Am Anfang war es halt viel zu mager, da hast du 84 Düsen drin gehabt. Und jetzt sind wir auf einer 92er gelandet. Plus, wir haben noch die Selektrazündung umgebaut natürlich. Das hat auch halt ein bisschen was gebracht. Ja. Ich sag jetzt mal so 0,4 PS wird wahrscheinlich gebracht und jetzt einmal so. Ja. Direkten Vergleich haben wir nicht gehabt, weil wir halt die Originalzüge nicht perfekt eingestellt haben. Mhm. Und da sehen die Leute jetzt gleich mal, es kommt nicht immer nur auf die Spitzenleistung an, was das Ding bessert. Aber es sollte verteilt sein über die ganze Ding, gell? Ja, obwohl bei dem Beispiel ist es schlecht, weil da sieht man, dass deutlich mehr Spitzenleistung da ist. Ja. Aber ja, es kommt halt nicht immer nur darauf an, ob jetzt da kurz einmal die Spitzenleistung mehr ist. Nehmen wir jetzt an, da dann zum Beispiel war überall weniger Leistung und dort jetzt einmal kurz auf, gell? Ja. Und da bleibt es wieder gleich, dann hast du zwei PS mehr, aber das wird dir in der Rundenzeit nichts bringen oder auch auf der Strecke nichts bringen, wenn du nur einmal kurz mehr Leistung hast. Ja. Also ist schon wichtig, dass halt permanent mehr Leistung anliegt und besser ein bisschen mehr aufs Bundle zu schauen als nur auf eine kleine Peak-Leistung. Vor allem bei einem Argon-Motor ist es natürlich wichtig, dass du ein breites Bundle hast. Ja. Beim Schaltmotor ist es wieder so, also wenn du 7 Gänge hast, oder 6, dann fährst du eh immer nur auf so einen schmalen Drehzahlbereich. Ja. Da kann man schon mehr auf Spitzenleistung gehen. Okay, na super, Alter. Da siehst du alles schwarz auf weiß eigentlich mit dem Rückstand. Ja. Feine Sache. So, und wir haben es jetzt für heute bleiben lassen. 10,5 PS war die letzte Messung. Manuel 2 PS sozusagen rausgeholt, gell? Ja, ist halt immer eine Kicksache. Ja. Weil halt, ja, manchmal kann nicht schon die Eingangsmessung die beste sein, gell? Ja. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis, sagen wir so? Ja, ich habe 10 PS eigentlich geschätzt, gell? Ja. Und hat eigentlich eh gut getroffen, gell? Ja. Vielleicht war noch ein bisschen was drin gewesen, man fühlt nicht mehr. Aber vielleicht waren noch ein paar Zehntel PS drin gewesen. Ja. Aber jetzt ist es halt auch schon spät, gell? Jetzt haben wir schon lang gewerkelt. Ja. Ich glaube, das ist eine solide Basis. Ich glaube auch, auf jeden Fall. Optimum, ja. Ich bin auf jeden Fall überglücklich, dass du das da jetzt, dass du uns da wieder geholfen hast dabei. Schaut alle beim Manuel Zeug vorbei auf Instagram, Facebook, YouTube, findet ihr mehr überall. Zeug Maxi Factory. Und viele kennen ihn eh, wie mir gerade gesagt, die Schweizer kennen ihn jetzt auch, seit er mit seinen Straßen Maxi in der Schweiz war, gell? Ja, vorher jetzt. Ja. Und ja, das war eins von den ersten Videos schon fürs Moped-Beschleunigungsrennen in Greinbach am 24.07. Dax Factory wird auch am Start sein. Manuel, du auch? Ja, ich bin auf jeden Fall dort. Ja, mitfahren auch, oder? Ich weiß noch nicht. Weißt du nicht, mal schauen, ob es zusammenbringt. Ja. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns alle dort, kommt uns besuchen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal in einem Video. Da werden wir auch nochmal ein paar Abstimmungen und Anpassungen machen vielleicht. Und dann sehen wir uns über den nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vierte. Right there, right there, right there.